Wir haben neue Teamleiter. Ich weiß nicht, wohin dieses Video heute führen wird, sage ich ganz ehrlich. Aber da sind sie schon. Ich muss ein Foto von Charmian machen. Und das machen wir direkt hier neben Spark. Wunderschön. Also ich glaube, dass es Spark ist. Er hat sich irgendwie verändert und sieht anders aus. Genau. Neue Skins, neue Outfits von diesen Teamleitern und ich werde meinen Queststapel nun endlich abfrühstücken. Da befindet sich ein Shiny, ist mir eingefallen. Und yo, gestern um 22 Uhr hat Pokémon Go bekannt gegeben, dass sich nicht nur die Pokémon zur Fashion Week schick gemacht haben, sondern auch die Teamleiter haben ihre üblichen Outfits kritisch begutachtet und sich für diese Jahreszeit einen neuen Look zugelegt. Wenn man nur andere Dinge in Pokémon Go kritisch begutachten würde, das wäre schön. Okay, und auf jeden Fall, ich muss sagen, auf dem Bild, ja, na gut, ganz ehrlich, wenn Pokémon Go heute erscheinen würde und ich sehe diese Teamleiter, dann denke ich mir, ja, okay, cool. So, das sind sie eben. Doch wenn man weiß, wie die eigentlich mal schon im Spiel waren und ausgesehen haben, plus mit dem ganzen Hintergedanken, dass es in Pokémon Go gerade Dutzende Baustellen, Fehler gibt und KKG, woran man arbeiten könnte, und dann bemerkt man, ach, daran wurde gearbeitet. Nicht etwa an Charaktermodellen, dass es mal nach 6 Jahren mehr als nur eine Frisur gibt für die Charaktere oder solche Dinge, aber ich bin schon viel zu weit im Thema drin eigentlich. Spulen wir nochmal zurück. 1. Oktober, beziehungsweise eben in der Nacht zum 1. Oktober um 22 Uhr. Ach, das Ding ist nicht drin geblieben, oder habe ich es nicht gefangen? So, um 22 Uhr und ich schaue so auf Twitter und die ersten Leute posten da. Und ich dachte am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das mit einer Snapchat-App oder mit irgendeinem Filter aufgenommen wurde. Und ich dachte, das sei fake. Ich will kurz die ursprünglichen Bilder zeigen, wer die verpasst haben sollte. Und Achtung, wenn ihr gerade steht, euch in einer aufrechten Position befindet, gebt entweder eine Matratze hinter euch oder nehmt kurz Platz, bitte. Denn ich werde nun gleich jetzt die Teamleiter einblenden, wie sie ausgesehen haben, als das Feature veröffentlicht wurde. Niantic, das L steht für Qualitätskontrolle. Magnetilo in Shiny. Das ist doch richtig genial, oder? Das kann man schon gerne mal mitnehmen. Welchen Ball nehmen wir? Gelb auf Gelb, oder? Ne, genau. Damit fangen wir es. Ich weiß natürlich, dass es nicht flüchten kann, doch ich will die Ballfarbe ein bisschen dem Pokémon anpassen. Ja, und natürlich ging da nur ein bisschen was schief. Es tut mir leid, ich sehe diese Gesichter. Man kann einfach nicht aufhören zu lachen. Also das ist Team Blau. Team Blau, ich will nur sagen, es gibt im Shop so ein Item, da könnt ihr für 1000 Pokécoins euer Team wechseln. Das war also Niantics Plan. Sie suchen nach neuen Monetarisierungsmöglichkeiten und haben gesehen, dass zu wenige Leute das Team-Medaillon kaufen, um das Team zu wechseln. Ja gut, aber wohin? Da weiß man gar nicht wohin. Professor Willow, ist bei dir noch Platz? Ach, du hast dich ja auch ein paar Schönheits-OPs unterzogen und siehst irgendwie künstlich aus, obwohl auf dem Teaserbild da nicht so. Und ich habe mich auch ein wenig durch die alten Teaserbilder geklickt, so, die eben auf Social Media und in den News und überall gepostet wurden. Und die möchte ich dann auch, wenn ich gerade nichts anderes einblende, ein bisschen nebenbei durchlaufen lassen. So habe ich sie denn für mich auch. Genau, denn die sind echt hübsch. Ich mag die guten alten Teamleiter, muss ich sagen. Ich will jetzt die neuen nicht bashen. So, wie gesagt, wenn das jetzt ein brandneues Spiel wäre, ich würde die nicht kennen, dann finde ich die auch in Ordnung. Kann man mal machen. Außer, also ich spreche hier nicht von der PlayStation 1 Grafik, die hier im Spiel ist. Ja, das ist ein bisschen schwach, muss man schon sagen, aber okay. Naja, auf jeden Fall
Der Bug wurde dann behoben. Ich glaube, eine halbe Stunde danach, da waren einfach die falschen Skins auf den falschen Modellen drauf oder wie auch immer. Irgendwas wird da passiert sein, so wie jedes Mal, wenn eine neue Rotation in der Go-Kampfliga ist, die Ultrabestien erlaubt sind in einer Primärliga und so weiter. Es ist einfach jedes Mal immer ein Fehler und genauso war das natürlich hier auch nicht anders. Allerdings stelle ich mir die Frage, ist dem Spark nicht heiß, weil der hat 7 Pullover unter seinem Pullover an, oder? Das ist so, das merkt man doch, oder hat der 20 T-Shirts noch drunter an? Irgendwas hat er da. Na gut, eine kleine Anekdote, die ich dazu bringen möchte. Vor einer geraumer Zeit, waren wenige Wochen nur, da habe ich mit jemandem aus meiner Familie gequatscht und so über Pokémon und dann hat sie die App auch runtergeladen und es ging um die Charaktere, um die Avatare und sie wollte die Frisur ändern, weil die Haare gefallen ja nicht, sie möchte andere Haare haben. Na gut, wie konnte ich jetzt erklären, dass ein Milliardenunternehmen, welches 6 Jahre schon das Spiel online hat, nur eine einzige Frisur zur Individualisierung bietet, wodurch man sich nicht wirklich im Spiel repräsentieren kann. Ja, ich konnte es eben nicht. Ich musste selbst ein bisschen lachen und innerlich dann, ey Gramurks, was ist mit dir los? Ich habe hier gerade 100 Pokécoins auf dich geworfen. So musste ich ein bisschen lachen, aber innerlich auch dann weinen. Und ist ja kein Problem. Okay, gibt es nur eine Frisur, aus welchem Grund auch immer. Und ich lese so oft, regelmäßig, über die Jahre verteilt, immer wieder, bitte bringt mehr Individualisierungsmöglichkeiten für Avatare. Damit ist nicht der 700. unterschiedliche Hut oder so gemeint, sondern wirklich einfach eine andere Frisur oder sowas in der Art. Und es gibt auch, ja keine Ahnung, Größen vielleicht. Vielleicht ist jemand etwas kleiner oder etwas größer und möchte sich so im Spiel darstellen, wie auch immer. Wird nicht gemacht, aus welchen Gründen, ist ja auch egal. Und dann kommen aber einfach der Reihe nach neue Charaktermodelle für Professor Willow, für die 3 Teamleiter, die niemand gefordert hat, die, wenn ich dem Internet traue, wirklich alle, und ich will nicht mal sagen 99%, sondern alle schlechter finden. Ich habe keinen, und ich habe komplett Reddit durchsucht, Twitter, sogar Facebook habe ich geschaut, ich habe keinen positiven Kommentar gefunden. Und damit will ich aber nicht, hey, wenn ihr die gut findet, schreibt das. Wir akzeptieren alle Meinungen und ich will nicht, dass jemand sich so im Gruppenzwang fühlt, nur weil alle sagen, die sind ein heftiges Downgrade. Ihr könnt gerne sagen, wenn ihr die besser findet, so. Ne, kein Thema, aber wieso werden da fette Ressourcen reingeballert, anstatt dass wir einfach hier, alle haben diese Frisur. Alle. Alle Millionen Accounts haben diese Frisur. Das war wirklich so dieses Gespräch, wo kann ich die Frisur ändern? Nicht so, kannst du leider nicht, das tut mir leid. Das ist nicht möglich. Na gut, ich erinnere mich, mein erstes Online-Rollenspiel, boah, wann war das, 2002 oder so, EverQuest Online Adventures und dann war es EverQuest 2. Da gab's, oh, die Charaktererstellung war heftig. Oh, wir sind endlich bei Charmian angekommen. Die Charaktererstellung war heftig. Man konnte zig Frisuren und Farben, Größen, alles Mögliche, wie man wollte. Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Und genau. Jetzt haben wir hier Charaktermodelle mit PlayStation 1 Grafik. Ist auch nicht schlecht, oder? Ist auf jeden Fall auch genial. Also von allen Baustellen hat Niantic endlich, das wollten wir doch alle, die Teamleiter neu modelliert. Nein, also ich will ihn nicht bashen, hey. So sind sie, so sehen sie nun aus. Sie haben ihr Outfit kritisch begutachtet. Und ganz klar, wenn es irgendwas in Pokémon Go kritisch zu begutachten gibt aktuell, dann waren das eindeutig die Outfits der Teamleiter, denn mit denen war alles falsch, was nur irgendwie falsch laufen hätte können. Na gut. Oder aber, jetzt passt mal auf, Plot Twist, die Teamleiter sind neue Ultrabestien. So Alien-mäßig. Und in Wahrheit ist das, der Skin, den wir jetzt haben, ist der falsche und der direkt um 22 Uhr aufgespielt wurde gestern, das war der richtige vielleicht. Das sind irgendwelche Ultrabestien und keine Ahnung, was Professor Willow in der Ultrapforte mit denen auch getrieben hat. Das könnte sein. Und jetzt dann kommt dann das Entwicklertagebuch August im Oktober und es geht um die Teamleiter.
Niantic, kleiner Tipp, könntet ihr doch machen. So, das wäre doch passend, ja. Also, ich finde die Prioritäten einfach erschreckend. Und klar, das sage ich auch oft. Nur weil, angenommen, es würde keine Sticker im Spiel geben, dann wären die Fehler im Raid nicht ausgemerzt. Oder dann wäre das oder das oder das. Aber wenn auf der anderen Seite 8% der Mitarbeiter entlassen werden und dann die Ressourcen für sowas verwendet werden, muss man sich schon irgendwie die Frage stellen, was ist da los? Nach wie vor. Es nimmt leider echt kein Ende. Na gut, die Fashion Week. Also wenn ich wirklich mit allem gerechnet hätte, das stand nicht auf meiner Bingo-Karte für die letzten 3 Monate in diesem Jahr. Das war wirklich eine ordentliche Überraschung. Oder hat das was mit Halloween zu tun? Sind das die Halloween-Outfits? Soll die ein bisschen gruselig sein? Keine Ahnung. Habe ich noch irgendwas anderes im Quest-Stapel oder war es nur dieses eine Shiny? Es tut mir echt leid. Ich habe keine Ahnung, was dieses Video eigentlich sein sollte. Doch es hat mich köstlich amüsiert und dann habe ich die alten Bilder mir angesehen, alle nochmal zusammengesammelt und boah, der Professor Willow mit seiner Valentinstagskarte, habe ich mich direkt verliebt, noch bevor er bei Dr. Worsek war und ein paar Eingriffe hat machen lassen. Ja, das waren schöne Zeiten. Genau, ich muss echt sagen, wenn ich jetzt diese Transformation so sehe von den Teamleitern, Niantic, ich persönlich will doch keine neuen verbesserten Avatar-Modelle mehr und Individualisierungsmöglichkeiten. Denn da bleibe ich lieber bei dem. Da bleibe ich lieber bei dem aktuellen Stand der Dinge. Nicht, dass ich dann auch so aussehe, so kaputt. Doch vielleicht ist es nur temporär mal und das ist wieder so, oh, Absol. Ein AB-Test. Niantic testet ja wirklich alles auf AB-Basis mittlerweile. Und das ist jetzt in dieser Jahreszeit ein AB-Test für diese Teamleiter. Denn es steht ja, haben sich für diese Jahreszeit einen neuen Look zugelegt. Unabhängig davon, dass die Jahreszeit schon einen Monat lang läuft. Eine kleine Umfrage hätte es auch getan, oder? Irgendwelche 20 Leute, die das haben absegnen müssen, vermutlich oder so. Hat da niemand mal die ehrliche Meinung sagen können, hey? Oder so, war das auch überraschend jetzt, das negative Feedback? Keine Ahnung. Oder vielleicht sind wir ja in dieser krassesten Bubble aller Bubbles und alle Leute, die nicht im Internet, auf YouTube, Twitter, Facebook aktiv sind, die denken sich so, ja, endlich! Endlich! Ich bin Team Blau und ich wollte schon immer genau dieses Upgrade haben. So sieht's aus im Schneckenhaus. Wir sind hier noch immer nicht durch. Ich weiß nicht, wann ich am Ende angekommen bin und oder werde. Dann werde ich mir noch einen Charmian rein. Ich wollte das eigentlich machen, aber in Wahrheit, es sind sowieso recht viele in der Wildnis und die Quest erledigt man dann relativ schnell. Obwohl gefühlt Elezeba, habe ich mir manchmal so das Gefühl, ist noch seltener. Und dann habe ich andere Orte plötzlich, wo 3 Elezeba nebeneinander sind, aber natürlich nur, wenn ich die Feldforschung nicht habe. Nein, das ist nur Pech. Das hat nichts damit zu tun. Genau, und gestern noch, wo ich diesen Tipp vorstelle für den Go Battle Day, dass man die 10 Power-Ups, nein, nicht die Power-Ups, die 10 sehr effektiven Ladeattacken ganz schnell machen kann bei den Teamleitern. Ich musste noch nachsehen, ob ich da irgendwie blind war. Nein, da waren die neuen Skins, Outfits, wie auch immer man sie nennen möchte, noch nicht. Oder neue Teamleiter. Wenn man schnell hinsieht, erkennt man die echt fast nicht wieder. Und manche meinen jetzt auch, dass eventuell die Preise von den Boxen und so weiter erhöht werden mussten, um genau diese neuen Outfits zu finanzieren. Kann auch sein. Von daher, ich will das gar nicht kritisieren. Hey, wenn Niantic viel Geld machen muss, dass wir diese wunderschönen Glow-Ups bekommen können, dann ist das so. Na gut, ich glaube, es kommt nichts mehr Gutes aus meinem Mund raus, obwohl ich gerade so im Redefluss bin. Das Event, echt shiny-mäßig krass, weil einige offenbar so auch geboostet sind und wie Absol zum Beispiel. Kirlia und Smetbo zu fangen nervt zwar ein bisschen, aber ich habe hier meine 30.000... Oh, sorry, nein, ich habe jetzt hier 20 Coins gerechnet, nein, das ist zu viel. Meine 16.000 Poke-Coins in etwa, das runde Gold, die bunkere ich und spare ich noch, denn schlechtere Zeiten werden kommen. Bei diesen Teamleitern werden noch viel schlechtere Zeiten kommen. Stellt euch mal vor, ich meine, keine Ahnung, das wird nicht ultra lange gedauert haben, aber das war bestimmt auch nicht ein Job von einem Tag so für eine Person mit 3 Arbeitsstunden.
Das alles entwerfen, absegnen, ändern, nachjustieren, die Modelle einfügen, 2D-Modell, 3D-Ansicht, alles. Das hat bestimmt schon ein bisschen Arbeitszeit gefressen. Stellt euch mal vor, die würde man in was Sinnvolles reinstecken, wo die Spieler auch sagen, hey, krass, weil sowas wie Abenteuerrauch zum Beispiel ist heftig. Doch wenn man Abenteuerrauch von Arbeitsstunden her sieht, ey, den Rauch gibt's schon. Abenteuerrauch ist gleich Rauch 15 Minuten lang und alle 25%, also 25% der Spawns sind vielleicht besondere Pokémon. So in der Art. Fertig. Es ist das... Das ist in 3 Stunden gemacht an einem Tag. So ein Abenteuerrauch. Heftig wäre zum Beispiel, keine Ahnung, etwas wie Züchten oder Arenen als Feature oder Kumpel-Feature. Sowas ist heftig. Wenn sowas um die Ecke kommen würde, wo sich alle freuen, das wäre natürlich krass. Aber das neue Feature sind die neuen Teamleiter und damit belassen wir es jetzt hierbei. Ich wünsche uns allen einen schönen Start in die Spooky Season, die offenbar eingeleitet wurde. Ich freue mich schon auf das Entwicklertagebuch August und im Oktober soll auch noch eines kommen. Mal schauen, wie viele wir auf einmal ansammeln. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.